Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute wollen wir uns ranmachen, etwas, was nicht unbedingt ein Cartoon ist, sondern halt etwas, was mit dem Mittelalter zu tun hat. Und zwar wollen wir heute das Castel de Monte. Castel de Monte liegt in Süditalien und ist ein Schloss, sag ich mal, was bekannt wurde durch seine achteckige Form. Ich habe es, sag ich mal, letztes Mal in der Doku gesehen, bei ZDF, glaube ich, war das. Und da dachte ich mir, hey, in Minecraft wäre das doch bestimmt interessant, sich das mal zu basteln. Von daher nehmen wir uns heute ein paar Blöcke und bauen unser Castell. Start heute beginnen wir mal mit erstmal was Kleinem. Einfach mal ein paar glatte Sandsteinblöcke und ein paar ganz normale Steinblöcke. Und zwar für so ein großes Gebäude müssen wir uns ja erstmal alles einteilen. Von daher fangen wir erstmal an, uns den Grundriss zu kennzeichnen. Wir beginnen mit glatten Sandsteinen und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke ziehen wir uns jetzt erstmal lang. Und jetzt kommt so ein bisschen der Grundriss von unseren Türmchen. Da nehmen wir erstmal Stein, um das ein bisschen hervorzuheben. Und zwar gleich hier am Ende setzen wir davor 1, 2, 3, 4. Dann kommt 2 Zweier halt so schräg. Dann wieder ein Vierer und wieder 2 Zweier schräg. Das ist immer das Format, was wir jetzt hier für unsere Türmchen haben. Also an sich Vierer auf der Hauptseite und dann zwar einer zu jeder weiteren Viererseite. Auf der anderen Seite wollen wir genau gleich nochmal so ein Türmchen uns einmal hier vorzeichnen. Sobald wir dann hier natürlich auf der anderen Seite gelandet sind und das auf beiden Seiten soweit haben, geht es wieder mit unseren Sandsteinen zu den Seiten weg. Da setzen wir jetzt einfach oben an unseren Vierer hier ganz schräg einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal einfach hier so glatten Sandstein ran. 7 einzelne Blöcke, so schräg davon. Macht man natürlich auf beiden Seiten. Ne? Wir sind ja immer sehr fleißig beim Synchronbauen. Und sobald wir das denn auf beiden Seiten haben, kommen wieder Türmchen. Und zwar zeichnen wir uns jetzt wieder das gleiche Format vor, wie wir es haben. Einfach genau hier gleich schräg davon setzen wir wieder den Vierer an, die Zweier und wieder der Vierer. Und so ziehen wir uns hier natürlich unseren Kreis einmal lang. Natürlich müssen wir das dann nochmal auf der anderen Seite machen. Ne, wir müssen es ja immer schön synchron machen. Und daher zeichnen wir auch nochmal hier unseren Kreis lang. Und sobald wir auf der anderen Seite den auch haben, geht es wieder mit dem Sandstein weiter. Und zwar, wir gucken immer am besten von vorne gesehen. Ne, da wo wir angefangen haben, gucken wir mal von vorne. So, wenn wir jetzt hier oben uns mal betrachten bei unserem Vierer, gleich daneben, zack, setzen wir unseren Sandstein hin und müssen jetzt an sich, wenn es richtig ist, 14 Blöcke hier langziehen. Wir können ja mal zählen, um sicher zu sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawohl, immer die geraden Flächen sind 14 Blöcke lang. Und dann würde ich sagen, setzen wir da gleich wieder mal unseren Kreis ran. Natürlich müssen wir das dann natürlich auf beiden Seiten wieder machen. Das heißt, auch hier setzen wir erstmal mit unserem Sandstein 14 Blöcke hier einmal nach oben. Und sobald wir das haben, setzen wir hier ran gleich mal unseren Kreis. So, sobald wir das dann wieder haben, geht es wieder einmal schräg zu den Seiten. Wieder unseren Sandstein und einfach von dem Vierer hier gehen wir zur Seite schräg und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, hier 7. Also 7 einzelne müssen wir hier so schräg einmal gehen. Machen wir wie immer auf beiden Seiten. Und danach, indem wir hier wieder die 7 Blöcke haben, kommen wieder unsere Kreise. Das heißt wieder den Stein, gleich hier schräg, dann setzen wir wieder den Vierer ran und formen uns den. Natürlich müssen wir das wie immer auf beiden Seiten machen. Auch hier ziehen wir einmal unseren Kreis. Und sobald wir uns den hier natürlich gezogen haben, müssen wir nur noch das hier oben miteinander verbinden. Wir nehmen unseren Sandstein und gucken dann natürlich hier am besten immer von vorne gesehen, ne? Und gleich hier unter unseren Vierer hier setzen wir einmal wieder die 14 Blöcke hin und haben erstmal unseren Grundriss gezeichnet. Und zwar basteln wir erstmal die Türmchen, denn da gibt es so einen schönen Trick, wie wir das ganz schnell und simpel uns hier gebastelt bekommen. Wie immer müssen wir uns erstmal nochmal andere Blöcke holen für die Türme. Wir holen uns mal für unseren Turm ein bisschen Sandstein raus. Ja gut, ist ja alles Sandstein, aber halt, ihr wisst ja, was ich meine, den ganz normalen Sandstein. Denn nochmal die geschnittene Version davon. Davon bitte dann auch nochmal die Stufen. Dann holen wir uns einmal ganz normalen glatten Sandstein raus. Davon nochmal die Treppen und auch die Stufen. Und zwar, wir wollen das Ganze uns denn duplizieren. Das heißt, wir bauen nur einmal einen Turm, weil ich denke mal, 8 Türme zu basteln wäre ein bisschen umständlich. Von daher machen wir es nur einmal und duplizieren uns das. Wie das funktioniert, zeige ich dir. Da brauchst du keine Angst haben, das ist ganz simpel. So, wir fangen erstmal an, uns natürlich einen Turm zu bauen. Das heißt, wir nehmen einmal unseren Sandstein und tauschen mal die Steinblöcke hier durch den Sandstein aus. Sobald wir das ausgetauscht haben, setzen wir darauf jetzt eine geschnittene Sandsteinschicht. Und auf unserer Sandsteinblockschicht setzen wir dann nochmal davon die Stufenschicht. Sobald wir das mit den Stufen dann auch haben, geht es weiter mit den glatten Sandsteinen. Jetzt wollen wir innen drin uns das einmal hochsetzen.
Und zwar setzen wir erstmal eine Reihe von unseren glatten Sandstein hinter unserer Stufenreihe einfach mal ran. Dadurch erhalten wir natürlich jetzt ein kleineres Maß, aber das ist ja auch so gewollt, denn unten der Fuß, der soll ja ein bisschen dicker sein, damit das Ganze ja natürlich stabil gehalten wird. Jetzt wollen wir uns das hochsetzen auf eine Höhe von insgesamt 16 Blöcke. Dabei zählt dieser, den wir jetzt gesetzt haben, mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 Blöcke können wir das Ganze hochsetzen und als Bonus machen wir darauf dann nochmal eine glatte Sandsteinstufenschicht. Sobald wir die Blöcke hochgesetzt haben und darauf dann auch eine Stufenschicht, fliegen wir nochmal runter bei unserem Turm und fangen nochmal an zu zählen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Beim siebten Block schlagen wir einfach mal komplett die Reihe weg, denn die wollen wir jetzt austauschen durch eine Treppenschicht. So, das heißt, wir setzen unsere Treppen hier hin, aber nicht so ganz stumpf, sondern wir wollen das so machen, dass sie sich hier immer miteinander verbinden. Das heißt, die setzen wir dann hier so einmal rum. Sobald wir die dann rumgesetzt haben, müssen wir noch eine Sache machen, und zwar nehmen wir uns wieder einen glatten Sandsteinblock und setzen jeweils hier einmal drauf, wo natürlich die Löcher sind, nochmal davon einen Block, ne, damit das zu ist. Und dann können wir weitermachen bei unseren glatten Steinstufen und die hier oben noch einmal alles ausfüllen. Sobald wir oben die Decke hier einmal ausgefüllt haben, schlagen wir uns da jetzt ein kleines Plus einmal rein. Das Plus hat auf jeder Seite hier zwei Blockbreiten, ne, dass wir hier unser schönes Plus haben. Unter diesen Stufen jetzt an den Seiten platzieren wir jeweils hier nochmal eine Blockschicht. Und sobald wir diese Blockschicht hier einmal uns gesetzt haben, können wir da unten am Boden einfach nochmal mit unseren Sandsteinstufen hier einfach nochmal, zack, den Boden reinsetzen. Und wenn wir das soweit haben, haben wir unseren Turm fertig. Das heißt, wir können ihn jetzt einfach die ganze Zeit duplizieren. Und dafür brauchen wir wie immer unser Konstruktionsblock. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du den, ne? Das ist ganz einfach. Einfach im Chatmenü GIF, Add-Zeichen S und dann Strukturblock und schon hast du ihn. So, mit diesem Block wollen wir natürlich jetzt arbeiten. Das heißt, wir müssen mal unseren Turm natürlich hier einmal abspeichern. So, ich fliege jetzt hier einfach mal zu einer Ecke. Das Schöne ist, wir haben uns ja alles markiert. Das heißt, wir fliegen immer zur gleichen Ecke. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fliegen jetzt hier, würde ich mal sagen, auf so eine Viererseite. Zack, setze mir einfach mal meinen Block hin, so einen besten, sodass wir hier genau in der Ecke verlaufen, ne, wo wir den jetzt, sage ich mal, hier haben. So, ich schlage hier kurz nochmal was weg von unserem Bauwerk, ne, damit ich das nicht abspeichere. So, jetzt gucken wir mal hier rein. So, wir können den ruhig... Oh, ich setze ihn immer einmal höher, weil dann haben wir genau unten den Boden. So, das sehen wir ja hier. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch einmal das Maß uns einmal reinnehmen. So, das genaue Maß von unserem Turm ist ganz einfach. Von der Breite 10 Blöcke, Höhe sind 19 Blöcke und Länge dann nochmal 10 Blöcke. So, nicht zu vergessen, wir speichern uns das ab. Ich mache das meistens immer unter L. Nur mal meine aktuellste Sache. Irgendwie habe ich immer diesen Buchstaben darunter. So, dann speichere ich mir das einmal ab. So, dann fliegen wir einfach mal zu einem unserer Türmchen, wo wir den haben wollen. So, was haben wir gesagt? Immer jetzt hier genau in der Ecke setze ich mir das Ganze. Und nicht vergessen, ich hatte mir den jetzt hier einmal in der Luft platziert. Ne, das heißt, setze ich mir auch nochmal in die Luft. Und dann gehe ich hier rein, drücke mir Laden, gehe dann einfach auf das, was ich das gespeichert habe, also bei mein L. Und dann wird mir hier schon angezeigt, was ich jetzt da reinkopiere. So, dann kann ich jetzt hier einmal Laden drücken. Ta-ta-ta-ta. Und habe das jetzt hier einmal reingescannt. So wie ich das haben wollte. Und so können wir das eigentlich jetzt hier die ganze Zeit machen. So, wir gehen wieder hier hin. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr immer von der gleichen Seite das natürlich reinkopiert, wo ihr, sage ich mal, angefangen habt. Ne? Das heißt, ich gehe wieder hier dann in meine Ecke. Achte drauf, dass ich die Ecke hier erwische. Klicke wieder rein. Stelle mir das natürlich hier wieder auf Laden rein. Kannst gerne nochmal gucken, so was du jetzt hier natürlich einmal reinkopierst. Und dann drücken wir auf Laden. Schwupp. Und dann haben wir hier unser Türmchen gebaut. So, mir fällt gerade auf, vielleicht fällt es ja auch auf, dass dann immer hier so ein Block verschwindet. Ist ja klar, wir hatten das ja hier drin, hier auch, zack. Müssen wir dann immer nachtragen, aber das ist eigentlich nur an den geraden Seiten, wo wir mal diesen einen Block dann nochmal nachtragen müssen. Ich glaube, bei den schrägen passiert da gar nichts. Wir können es nochmal ausprobieren hier, nochmal in die Ecke rein. Also, ups, nicht vergessen, ich hatte mir das ja ein höher gemacht. Gehe wieder auf Laden und zack, reingehauen. Okay. Ja genau, bei den Schrägen passiert nichts, nur einfach hier bei unseren Geraden rein. Da müsst ihr einfach nochmal diesen einen Block dann nachtragen. Aber ich denke mal, ihr spart ja echt Zeit, jetzt euch so die Türme hier einmal hinzuzaubern. Das machen wir natürlich hier einmal komplett ringsrum. Sobald wir unsere ganzen Türme natürlich dupliziert haben, um uns viel Zeit zu sparen, geht es jetzt weiter, dass wir die Zwischenwände hier natürlich auch noch jetzt nachziehen. Die empfehle ich jetzt einfach mal per Hand nachzuziehen. Die sind ein bisschen sehr umständlich, diese hier zu duplizieren. Von daher geht das eigentlich relativ fixer, wenn man sie einfach hochzieht.
Ja, da gehen wir natürlich jetzt einmal hin und müssen es einmal hochziehen auf eine Höhe von insgesamt 17 Blöcke. Wir zählen den Unlast mit, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Blöcke an sich. Ihr braucht das eigentlich gar nicht zählen, wenn ihr die Türme schon habt, denn die Zwischenwände sind an sich ein Block niedriger als der Turm ist. Also ihr könnt einfach die Reihen hochsetzen. Ihr guckt so, aha, ich habe nur einen Block über. Von daher reicht das völlig aus. Euch fällt dann bestimmt auf, wenn ihr das gleich hochsetzt, dass wir eine Lücke haben zwischen den unseren Zwischenwänden und dem Turm. Das heißt einfach, ihr fliegt dann hier runter. Zack. Und setzt da einfach dann hier nochmal die Wand einfach nach. Die setzt ihr einfach mit dran. Das könnt ihr dann hier auch überall einmal komplett machen. Auch die geraden Seiten ziehen wir alle erstmal hoch. Nach getaner Arbeit, sich die Wände natürlich dazwischen einmal hochzuziehen, haben wir noch eine Aufgabe, und zwar schnappt euch nochmal glatte Sandsteinstufen. Und zwar setzen wir die jetzt einmal auf unsere Zwischenwände einmal komplett rauf. Und sobald wir die Stufen dann überall auf unsere Zwischenwände einmal hier ringsherum langgezogen haben, nehmen wir uns noch einmal die glatte Sandsteintreppe. Und zwar außer bei der Vorderseite machen wir die jetzt ringsrum bei unseren Zwischenwänden. Wie gesagt, such dir jetzt deine Vorderseite aus. Kannst du immer noch wählen. Halt immer die geraden Flächen. Das ist deine Vorderseite. Bei mir ist das jetzt hier natürlich über der Straße. Von daher fange ich jetzt hier einfach mal seitlich an, bis ich dann wieder hier, sag ich mal, vorne ankomme. Und zwar gucke ich bei meinen Türmen, wo ich meine Treppen habe. So, auf der Höhe habe ich die Treppen. Von daher schlage ich mal einfach mal die Reihe hier weg. Und möchte mir jetzt die Treppen genauso wie beim Turm hier einmal so lang ziehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier so immer die hinterste Treppe da einfach mal wegmachen. Ich sag mal, was innen drin ist, das sieht man ja sowieso nicht. Und dann müssen wir uns jetzt hier die Treppen so einfach mal hier einmal langziehen. So, bis wir dann hier auch wieder zur anderen Seite einmal ankommen. Da müssen wir hier so ein bisschen tricksen. Na, passt nicht so ganz. Müssen wir einmal reinfliegen. So, das sage ich mal, die Treppen sich hier alle miteinander schön anschmiegen. Und wenn wir die dann, sage ich mal, hier komplett überall immer ringsherum ziehen, auch jetzt hier bei der geraden Fläche. Gut, gerade Fläche ist natürlich ein bisschen einfacher. Ne, da hauen wir es natürlich auch hier nochmal einmal frei. Na gut, müssen ja auch ein bisschen was weghauen, so, dass das nicht auch passt. So, wunderbar. Ja, bei den geraden Flächen ist es natürlich einfacher als bei den schrägen. Da müssen wir es natürlich nicht immer so hin und her wiegen. Sobald wir das dann natürlich haben, fällt dir auf, wenn du nach innen fliegst, dass wir hier wieder diese Löcher haben. Da einfach dann einfach mal einen Block drauf platzieren. Und dann haben wir die eigentlich damit auch schon erledigt, die Löcher. Und sowas müssen wir jetzt eigentlich hier komplett einmal ringsrum machen. Immer jetzt bei unseren Türmen draußen. Wie gesagt, ziehen wir jetzt einfach nochmal so eine Treppenreihe lang, außer natürlich dann vorne bei der einen Seite, wo denn unser Haupteingang ist. Sobald wir das denn haben mit den ganzen Treppen hier an den Seiten und natürlich auch daran gedacht haben, oben drauf denn die Blöcke zu platzieren, um die Löcher abzudecken, wollen wir uns jetzt innen drin in unserer Festung hier schon langsam das nächste Achteck bauen. Das heißt einfach mal, wir richten uns einfach von irgendeiner geraden Wand ab. Ich sage jetzt einfach mal hier von der Wand, gehen wir einmal zur Seite weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 Blöcke lassen wir einfach mal Abstand. Und dann machen wir jetzt, würde ich mal sagen, müssen ja so ein bisschen hier die Mitte einmal rausfinden. So, ich guck mal hier, wir haben natürlich eine Zweier-Mitte. Könnt ihr euch immer so von den Türmen so ein bisschen richten, hier vom Sandstein aus. Da haben wir dann hier, würde ich mal sagen, so zack, 7 Blöcke Platz. Andere Seite sollten auch 7 Blöcke sein, wunderbar. Und dann haben wir hier in die Mitte. So, bei der Mitte kannst du auch gerne schon mal Stein platzieren, wenn du möchtest, weil da kommen später Türen und sowas hin. So, da wollen wir jetzt an sich eine Fläche, wenn wir jetzt hier natürlich die Mitte haben, von insgesamt 10 Blöcke, würde ich mal sagen, ne? Auf jeder Seite hier 4, also 10. Also machen wir jetzt hier an sich bei der Mitte auf jeder Seite hier 4 Blöcke hin, haben an sich hier eine 10er Fläche und gehen jetzt nochmal zur Seite einfach mal weg, so schräg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere einer hin, dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke hin, dann kommen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin, dann kommt wieder ein 10er hin und ich kann euch sagen, wenn ihr euch so ein bisschen richtet von euren Haupteingang, der Haupteingang befindet sich jetzt bei mir hier, mache ich mir da bei der Zweiermitte einfach mal einen Steinboden hin und auch hinten nochmal einen Steinboden hin, weil da kommen später eine Türen, kann ich euch sagen, von daher könnt ihr euch das ruhig schon mal machen. Andernfalls könnt ihr euch jetzt natürlich noch einmal hier schön ringsherum hier euren Sandstein ziehen und die Fläche innen drin natürlich gleich schon mit Stein ausfüllen. Das Ganze habe ich hier schon gemacht, damit ich jetzt ja nicht nochmal das hier bauen muss. Ja, füllt euch das dann einfach mit Stein aus und ich kann euch sagen, in der Mitte war ein Gully für das ganze Regenwasser. Wenn man sich das darstellen möchte, kann man sich einfach ein paar Steintreppen nehmen und die sagt sich dann hier so zum Viereck formen und das sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Halt so ein Loch in der Mitte noch. Na gut, sobald wir uns dann natürlich jetzt innen drin das so gekennzeichnet haben, wollen wir das auch auf eine Höhe ziehen.
An sich hat das eine Höhe von insgesamt 18 Blöcke. Wir machen das aber jetzt erstmal nur 17 Blöcke hoch. Da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig zählen. Wir müssen eigentlich hier nur gucken, weil das ist ja auch 17 Blöcke hoch. Oh, wunderbar. Also mache ich mir das erstmal auf 17 Blöcke hoch. Denn ich finde, wenn man, sag ich mal, den letzten Block, den 18. hier mit einfach Steinstufen macht, da seht ihr, dass die Textur ein bisschen dunkler ist. Ich weiß nicht, ob sie das noch patchen oder ob das gewollt ist von Minecraft. Damit kann man eigentlich auch coole Sachen mit basteln, wenn man immer zu mit dieser Textur arbeitet, ein bisschen heller, ein bisschen dunkel. Aber ich denke mal, das werden sie irgendwann patchen, weil da würde ich mich darauf jetzt nicht so festbeißen. Aber ich würde einfach mal, solange es halt ist, den als letzten Block nehmen, weil das rundet das Ganze ab. Darauf setzen wir dann nochmal einfach eine Stufe und fertig ist das Ganze. Sowas können wir jetzt erstmal hier einmal ringsherum ziehen, die Mauer. Sobald wir den Bereich hier einmal hochgezogen haben, und auch vielleicht hast du es gemacht, musst du ja nicht machen, auch die letzte Blockschicht hier mit einfach Stufen gemacht, haben wir die nächste Aufgabe. Du siehst schon, was ich angefangen habe. Und zwar füllen wir jetzt hier den oberen Bereich komplett einmal mit glatten Sandstein aus, aber nicht den inneren Bereich hier, nur hier diesen Bereich ringsherum. Einfach hier oben die, ja, würde ich mal sagen, letzte Schicht jetzt hier von außen gesehen, bevor die Stufe kommt, ne, die füllen wir hier einmal mit unseren Steinen aus und müssen das Ganze hier einmal ringsherum ziehen. Sobald wir das geschafft haben, unsere Decke hier einmal auszufüllen, geht es weiter wieder mit glatten Sandsteintreppen. Und zwar wollen wir einmal hier um unsere oberste Schicht hier einfach mal eine Treppenreihe so lang ziehen, die sich natürlich hier an jeder Ecke hier einmal aneckt. Und das ziehen wir wie immer einmal rum hier. Sobald wir die Treppen ringsherum einmal gezogen haben, wollen wir jetzt, bevor wir schon ans Dach ran, ja, uns ans Dach anmachen, wollen wir einmal unsere Türme noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar soll man ja auch irgendwie, sag ich mal, vom Turm runterkommen. Ne? Sag ich mal, wenn man hochgestiegen ist, soll man ja auch wieder aufs Dach kommen. Von daher gucken wir immer jeweils hier von der Vorderseite. Ne? Das wäre jetzt von hier, gucke ich nach da. Schrägseite ist ja klar, denn, nein, obwohl, Schrägseite ist eigentlich unwichtig. Wir müssen eigentlich immer nur auf den geraden Seiten einfach uns orientieren. Und zwar immer von der geraden Seite auf der innenliegenden Seite hier schlagen wir einfach mal diese zwei Blöcke hier weg. Das kann man immer synchron gleich auf beiden Seiten machen. Ne, da schlagen wir immer diese innenliegende Seite weg. Und dann kann man eigentlich hier einen Block noch hinsetzen und dann einfach hier nochmal zwei Stufen hin. Oder eine, die reicht völlig aus. So kommt man dann auf den Turm rauf und runter. Macht man natürlich auf beiden Seiten. Auch hier müssen wir nochmal, zack, einen Block hinsetzen, eine Stufe hin und dann kommen wir schon rauf. Ja, das ist eigentlich alles, was wir hier beim Türmchen machen. Bei den anderen auch. Wir richten uns immer von den geraden Seiten und immer auf der innenliegenden Seite hier schlagen wir einfach mal hier diese Lücke rein. Zack, und schon haben wir das verbunden. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Zack, und verbunden. Sobald wir unsere Türme dann soweit bearbeitet haben, um natürlich aufs Dach zu kommen, wollen wir jetzt anfangen mit unserem Dächlein, um das ein bisschen zu verfeinern. Ne? So platt wollen wir es natürlich nicht lassen. Von daher stopfen wir uns ein paar Dorit-Stufen und dann nochmal die Blöcke davon bitte. Und dann geht es los, dass wir uns erstmal wieder so ein Achteck uns zeichnen. Und zwar lassen wir einfach zwei Blöcke Platz nach unseren Stufen hier, also 1, 2. Und dann fangen wir an einfach, würde ich mal sagen, hier einfach eine Stufe uns hinzuziehen. Dann ziehen wir die einfach mal zur anderen Seite. Nicht weiter, als sage ich mal jetzt, sag ich mal hier das so ist. Also wir haben ja, sage ich mal, unsere Öffnung. Oder sage ich mal, wir gucken hier so ein bisschen von unserem Vierer aus und gleich neben unserem Vierer davor weiter ziehen wir, sage ich mal, diese Stufen nicht. Dann gehen wir einmal zur Seite so schräg und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Zack, der 11. wird dann genau wieder hier, sag ich mal, das sein, was wir drüben hatten. Und ihr seht, wir kommen hier perfekt wieder an. Ne, sag ich mal jetzt hier vor dieser Lücke. Und können dann hier einmal das wieder rüberziehen. Ne, bis zur anderen Seite. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und der 11. zack, ist wieder hier, sag ich mal, hier vorne. Und kann hier wieder einmal rüberziehen. Wenn wir das Maß immer einbehalten, sollten wir am Ende dann ein schönes Achteck erhalten. So, ich habe das jetzt hier mal fertig. Gucken wir das mal an. Und jolla, das perfekte Achteck oben drauf. Nun geht es weiter mit unseren Dorit-Blöcken. Die setzen wir jetzt einmal komplett einmal genau dahinter ran. Ziehen uns das wie immer hier einmal ringsrum. Sobald wir das dann mit den Blöcken hier einmal ringsrum uns einmal gesetzt haben, geht es wieder weiter mit den Stufen. Und zwar machen wir das Spiel noch einmal. Und zwar genau dahinter ran setzen wir dann hier einfach so eine Stufenreihe wieder hin. Ihr könnt da ruhig auch unten das einmal ansetzen und auch die Stufe lassen. Ich sag mal, das Dach machen wir ja zu, von daher sieht man das nicht. Und dann können wir hier auch wieder ringsrum einfach eine weitere Reihe ziehen, damit damit unser Achteck wieder ein bisschen kleiner wird. Und sobald wir das auch mit den Stufen hier einmal ringsrum gemacht haben, gehen wir wieder zum Dorit-Block und fangen jetzt einfach auf den geraden Flächen an. Also wir lassen jetzt erstmal die Seiten so schräg erstmal in Ruhe, nur auf den geraden Flächen orientieren wir uns. Und zwar setzen wir dahinter jetzt einfach mal zwei Block rein. Komplett einmal nur auf den geraden Flächen, ziehen wir mal rüber hier, zack. Bevor es natürlich so schräg geht, machen wir einfach zwei Block rein.
So, das machen wir wie immer auf jeder Seite. Und sobald wir die Blockränder an jeder Seite platziert haben, geht es weiter, dass wir jetzt natürlich die Seiten miteinander verbinden. Das ist ganz einfach. Und zwar, wir bleiben immer noch bei den Blöcken und setzen an sich jetzt immer, ich platziere mal kurz auf den Boden, immer so eine Ecke ran. Zack, 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 bis zur anderen Seite. So, das machen wir mal. Also einmal hier so eine Ecke ran. Dann machen wir hier wieder so eine Ecke ran. Dann kommt wieder so eine Ecke ran. Und halt wieder eine Ecke, bis wir drüben ankommen. Ja, dann treffen sie sich hier mit den Spitzen. Und dann machen wir einfach noch an den Seiten hier, zack, zwei Blöcke und haben die Mitte oder die Schräge zugezogen. So, wir machen es noch einmal. Wie gesagt, ganz simpel. Wir fangen einfach von einer Seite an, machen Ecke ran, Ecke ran, Ecke ran, ne, bis wir halt zur anderen Seite kommen. Und die treffen sich dann natürlich hier mit diesen zwei Spitzen. Und da einfach auf beiden Seiten nochmal einen Block platzieren und fertig. So, die anderen zwei Seiten macht jeder für sich. Sobald wir unsere Blockreihen jetzt komplett einmal oben langgezogen haben, gehen wir jetzt wieder ein bisschen tiefer. Das heißt, wir schnappen wieder unsere Stufen und setzen jetzt einfach hier unten an den Block einfach hier eine Stufe ran und können die, ups, nicht so, sondern einfach so ganz normal einmal ringsrum ziehen. Auch in den Ecken setzen wir erstmal nur eine hin und ziehen uns das ringsrum. Sobald wir die Stufen auf der anderen Seite jetzt hier einmal so ringsherum platziert haben, dass wir sie tiefer gehen, wechseln wir wieder zu unserem Block und setzen jetzt einfach dahinter, wie wir jetzt immer schon getan haben, eine weitere Blockreihe hin. Sobald wir die Blockreihe platziert haben, siehst du, bei unseren Schrägen haben wir noch ein bisschen Platz. Da wollen wir ein bisschen was dran ändern. Und zwar setzen wir jetzt hier überall noch einmal so schräg ran. Nochmal eine weitere Blockreihe. Und danach, was noch übrig ist, füllen wir einfach mit unseren Stufen aus. Ja, wunderbar. Und ihr seht, das passt perfekt. So, andere Seite auch nochmal. Hier schräg nochmal über eine Blockreihe hin. Und ganz hier zum Schluss nochmal eine Stufenreihe lang. Huiuiui. So, dann haben wir schon mal unser Dach fertig. Jetzt geht es weiter, dass wir uns mal ein bisschen mit dem Eingang befassen. Den wollen wir jetzt erstmal fertig bauen. Und ich habe mir jetzt nur zwei neue Blöcke mal rausgeholt. Einmal noch die gemeißelten Steinblöcke hier mit diesem Creeper-Kopf drauf und noch ein paar Mauern. Und ich glaube, die Sandsteinstufen hatten wir auch noch nicht, wie die Treppen. Die holen wir uns auch noch raus. So, denn jetzt wollen wir uns erstmal, wir arbeiten uns von unten nach oben. Das heißt, erstmal bauen wir uns natürlich hier einmal, wo man hochkommt zum Eingang. Dann nehmen wir erstmal unsere geschnittenen Sandsteinblöcke. Und zwar, wir richten uns von unserem Türmchen immer aus. Wir haben ja hier den Vierer. Gehen wir zur Seite weg, lassen so zwei Blöcke Platz und setzen uns hier zwei geschnittene Steinblöcke drauf. Das machen wir auf der anderen Seite genauso, vom Vierer zwei Blöcke Abstand, geschnittene Steinblöcke. Schräg davon, rüber setzen wir nochmal zweimal davon welche. Dann setzen wir zweimal den glatten Sandstein hin. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal den glatten. Und hier zwischen machen wir nochmal zwei geschnittene davon. Nun setzen wir einfach mal, würde ich mal sagen, jetzt hier auf unseren glatten einfach mal zwei dieser Creeper-Sandsteine rauf. Dann nehmen wir mal den normalen Sandstein, den füllen wir mal hier in die Ecken einmal rein. Zack. Oh, ich würde noch einmal rüber machen. So, einmal noch nach hinten, das machen wir auch nochmal. So, wunderbar. Daran setzen wir auf den Sandstein normal auch nochmal so einen Creeper-Kopf rauf und können hier gerne schon mal einmal die Mauer hier einmal so lang ziehen. Das können wir schon mal machen. Und danach können wir, nehmt ihr Sandstein, nehmt ihr geschnittenen Stein, alles egal, denn ich sag mal oben, die Platte ist immer von der gleichen Farbe oder gleiches Muster. Das ändert sich nicht. Da können wir das einmal so nach hinten einmal ziehen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt erstmal die Treppen nach oben, ne, damit das alles erstmal so passt. Wir beginnen erstmal mit drei normalen Stufen, die wir uns hier einmal platzieren. Das machen wir immer synchron gleich auf beiden Seiten. Dahinter setzen wir gleich einfach mal zwei Treppen. Dann kommen wieder zwei Stufen dahinter hin und wieder zwei Treppen. So, andere Seite genauso. Also danach dann erstmal wieder zwei Stufen. Ach nee, halt. Erst die Stufen, dann die Treppen, dann wieder die Stufen und dann kommen wieder die Treppen. So, und dahinter können wir irgendwas hinsetzen. So, dann haben wir unten schon mal so ein bisschen die Treppe schon mal fertig gebaut. Jetzt nehmen wir mal unseren Sandstein zur Hand und schlagen mal die Seiten so ein bisschen frei. Und zwar hier an den Seiten einfach zwei Blockreihen, komplett hier einmal fast bis nach oben, würde ich sagen. Wir lassen einfach da noch zwei Blockreihen Platz. Schlagen hier einfach mal das Zweier weg. Andere Seite genau das gleiche, wie dass wir uns das hier erstmal einmal freihauen. So, dass wir oben noch zwei Blöcke haben. Wunderbar. So, denn jetzt können wir dahinter einfach mal ran. Einfach mal hier zwei Sandsteinblockreihen uns hier einmal platzieren auf beiden Seiten. So können wir es aber denn noch nicht lassen, nachdem wir die Sandsteine da hingesetzt haben. Da müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen glatten Sandstein nehmen. Den hier mal an der Seite einfach mal ausfüllen, damit, sage ich mal, hier diese Lücke mal zu ist. Wunderbar. Andere Seite müssen wir es dann natürlich dann auch nochmal hier ausfüllen. Und dann würde ich sagen, dass wir unten das nochmal ein bisschen bearbeiten. Wir nehmen uns nochmal die geschnittenen Stufen raus, füllen die einfach mal hier unten einmal so hin, damit das hier so ein bisschen der Fuß ist. So. Dann nehmen wir uns gleich nochmal ein paar glatte Sandsteintreppen.
damit wir, sag ich mal, das jetzt hier so machen, das, sag ich mal, die Treppen, weil wir hier so enden, ups, müssen wir so machen, dass die dann auch hier enden. So. Müssen wir auf der anderen Seite natürlich genauso machen. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen was weghauen. So, dass die Treppen da einfach enden. Die Treppen verwenden wir dann aber auch nochmal gleich hier oben, dass wir die hier einmal so umgedreht einmal da drin platzieren. Machen wir wie immer natürlich auf beiden Seiten. Und weiter geht's dann natürlich mit der Tür. Wir richten uns so ein bisschen von der Mitte aus. Wir haben eine schöne Zweiermitte, erkennt man auch hier bei den Mauern. Da schlagen wir jetzt einfach so eine 2x3 große Öffnung einmal rein. Wir können gerne schon mal die glatten Steintreppen einmal oben platzieren. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen unseren Eingang. Daneben lassen wir eine Blockreihe Platz und schlagen dann hier 4 Blöcke einfach mal weg. Wo wir denn, sag ich mal, unten dreimal den normalen Sandstein platzieren. Und dann ganz darauf nochmal die gemeißelte Version davon. Wenn wir das haben, nehmen wir einmal unsere Sandsteintreppen, können die jetzt einmal komplett umgedreht da einmal drauf platzieren. Darauf denn so eine normale, sag ich mal, mit dem Rücken in der Mitte hin. Und dann können wir die, sag ich mal, hier so ein bisschen nach oben stapeln, die Treppen. Insgesamt machen wir das denn hier zweimal. Zack, beim letzten Mal verbinden sich die. Darauf platzieren wir dann ein paar geschnittene Sandsteinstufen. Wir bleiben immer dann noch bei den geschnittenen Sandsteinstufen und platzieren die einmal hier vor unseren gemeißelten einmal so rauf und einmal dazwischen. Wenn wir das haben, nehmen wir nochmal die Sandsteintreppen und schlagen hier mal zur Seite 2 Blöcke weg, setzen da einfach die Treppen einmal rein, da auch, lassen darüber dann so 2 Blöcke Platz und können hier einmal diese Blockebene komplett einmal weghauen und setzen da einfach dann umgedrehte Treppen einmal rein. Dann suchen wir uns wieder die Mitte und schlagen 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Da wollen wir jetzt das erste Fenster schon mal reinsetzen. Ganz oben setzen wir einfach 2 umgedrehte Treppen rein. Darunter dann einfach 2 umgedrehte Sandsteintreppen und dann nochmal 2 Stufen darunter. Dann haben wir schon mal unsere Vorderseite fertig. Jetzt kommen wir mal zu den Seiten. Zuerst machen wir alle schrägen Seiten fertig. Da wollen wir jeweils immer 2 Fenster uns einmal drin platzieren. Wir richten uns so ein bisschen zur Mitte. Die Mitte ist eigentlich relativ gut erkennbar. Wir haben ja an sich 7 Blöcke hier an den Seiten platziert. Das heißt, die Mitte erkennst du eigentlich schon auf Anhieb. Da lassen wir da drüber einfach mal 2 Blöcke Platz. Schlagen dann 3 Blöcke weg, darunter auch 2 Blöcke Platz lassen und 2 Blöcke weghauen. Unten platzieren wir jeweils hier einmal Mauern rein und oben platzieren wir jeweils eine Stufe unten und oben von unseren Sandstein rein. Diese Fenster an den Schrägen ändern sich nicht. Die sind auf jeder Seite komplett gleich. Das heißt, oben machen wir 3 weg, unten 2 und Mauern rein. Sobald du denn, sag ich mal, jede Schräge dir so bearbeitet hast, gehen wir natürlich nochmal an unsere geraden Flächen. Da wollen wir jetzt auch nochmal 2 Fenster machen. Die sind ein bisschen anders gemacht, weil wir ja, sag ich mal, eine schöne gerade Fläche haben. Da können wir die auch ein bisschen anders machen. Besonders, wir haben ja hier eine Zweiermitte und nicht eine Einermitte wie auf den Schrägen halt. Hier ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Wir lassen einfach von unserer Treppenreihe hier 2 Blöcke Platz. Ja, wir sollten natürlich dann hier jetzt genau gucken, ob wir auch wirklich die Mitte haben. Von daher einmal hier zu den Seiten fliegen. Dann sehe ich, hier habe ich 6 Blöcke. Habe ich hier auch nochmal 6 Blöcke. Jawohl. Also habe ich schon gleich hier die Mitte gefunden. Und mache mir hier das Ganze auf eine Höhe von 3 Blöcke. Das mache ich unten genauso. Aber ich lasse mir jeweils immer 2 Blöcke Platz zu den Treppen hier. Die Fenster sind auch auf jeder geraden Seite komplett gleich. Das heißt, du schlägst dir die erstmal so rein. Dann platzierst du dir auf der Unterseite natürlich einmal die Stufen. Und auf der Oberseite dann einfach die Treppen. Nicht so, sondern so, dass sie sich gegenseitig angucken mit den Spitzen vorne. So, zack, wunderbar. Und das machen wir halt auch 4-mal. Halt, wie gesagt, auf jeder Seite, genauso wie wir, sag ich mal, die Schrägen haben, sollten wir dann auch auf jeder Seite haben. Und natürlich dann auch nochmal die geraden Flächen. Ich habe mir das Ganze jetzt einmal schon rumgezogen, ne, mit meinen Fenstern hier. Und ich möchte mir auch gleich mal die Fenster bestücken. Beim Original, sage ich mal, befinden sich jetzt hier schon Glasfenster. Auch wenn es, sag ich mal, so Mittelalter war, ne, die hatten auch schon Glas. Von daher empfehle ich euch einfach mal ein paar weiße Glasblöcke dahinter zu machen. Wenn du dir natürlich jetzt dein Schloss einrichten möchtest, kannst du es gerne machen. Ich möchte es aber mehr so als Deko haben, von daher nehme ich mir einfach noch ein bisschen schwarzen Beton und fülle mir das dahinter natürlich aus. Du kannst auch jede andere Farbe nehmen, um es dir dann natürlich Deko zu machen. Aber ich finde einfach, so Empfehlung mit weißem Glas passt einfach das, der schwarze Beton dahinter sehr gut. Ja, das machen wir eigentlich ja auch hier auf jeder Seite, überall wo wir unsere, sag ich mal, Fenster haben, können wir dahinter dann einfach hier das Ganze so bestücken mit unseren Beton und unseren Glasblöcken. Außer natürlich jetzt bei unserer Vordertür hier. Wie gesagt, wenn du es dir einrichten willst, kannst du mal machen. Aber falls nicht, würde ich da jetzt natürlich kein Glas machen. Ich würde da einfach komplett einfach schwarzen Beton machen bei der Haustür. Das reicht völlig aus. Ne, das hat so die Illusion, dass es natürlich dunkel ist, ne, und du reingehen kannst. Ne, das
Sieht nicht schlecht aus, finde ich, so als Deko. Aber ansonsten alle anderen Fenster, die sich draußen befinden, mache ich einfach mal mit Glas und verkleide mir das. Wenn du dir natürlich deine Fenster verkleidet hast, sollte es dann am Ende so aussehen. Ich finde einfach mit dem weißen Glas und schwarzen Beton wird das doch relativ geschickt. Und so als Dekomäßig kann man sich das ruhig dann einfach mal basteln. Jetzt haben wir draußen soweit alles gebaut. Fehlt natürlich jetzt noch die Mitte. Da wollen wir natürlich jetzt einmal loslegen und holen uns für die Mitte einfach für den Start einfach geschnittenen und ein paar Steinmauern raus. So, ich würde mal sagen, welche Seite wir anfangen, ist eigentlich relativ egal. Wir bauen ja alles ziemlich synchron. Wir fangen einfach auf einer geraden Fläche an. Das ist wichtig. Und zwar lassen wir unten einfach mal gesagt 7 Blöcke Platz. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ab der 8. Blockschicht können wir das hier einmal alles freihauen. So, aber nicht gleich komplett bis nach oben. Sondern, zwar, wir machen jetzt hier einfach mal an den Seiten so ein Muster hin von einfach mal viermal geschnittenen Sandstein. Dann kommt so zwei so quer und zwei oben in der Mitte. Dann gehen wir hier zwei so quer, zwei runter und sollten dann hier wieder so vier haben. Blup. Wunderbar. Das ist eigentlich das Maß, was wir jetzt erstmal auf jeder geraden Fläche uns machen. Bei den schrägen haben wir so ein bisschen leicht anderes Maß, da passt es nicht so ganz. Von daher müssen wir hier erstmal machen. Wie gesagt, unten lassen wir 7 Blöcke Platz. Aber sobald ihr, sag ich mal, das bei einer Seite habt, braucht ihr eigentlich gar nicht mehr 10. Ihr guckt dann einfach nur noch synchron, so, ha, wo passt es? Schlägst es da rein. So, 2 und 4. Wunderbar. So, dann kann man sich hier natürlich jetzt das Ganze erstmal so bestücken hier mit unseren Sandstein. Und wenn du natürlich ein ganz fleißiger bist, schlägst du dir die Mitte natürlich auch gleich frei. Ne, das ist schon mal so ein kleiner Vorteil für uns. Und dann machen wir das hier erstmal auf jeder Seite, insgesamt natürlich hier viermal. Sobald du die anderen Seiten dann auch so freigehauen hast und bestückt hast mit unseren geschnittenen Sandsteinen, wollen wir jetzt natürlich noch die schrägen machen. Wir richten uns von unserem Vierer hier mal aus, schlagen dann hier zwei weg, einen und zwei in der Mitte hier, gehen wieder einen runter und zwei. So, da können wir dann einfach unseren Sandstein einmal reinsetzen und den Rest dann hier natürlich auch wieder einmal komplett freihauen. Aber natürlich hier auf der gleichen Höhe, wie wir das hier unten haben. Ne? Und dann können wir das hier weghauen und füllen einfach noch die anderen Seiten genauso aus. Einmal mache ich nochmal mit euch zusammen. Wir richten uns von dem Vierer aus, schlagen hier zwei weg. Einer, dann hier so ein Zweier nochmal in der Mitte, wieder einer runter und Zweier. Und kommen hier perfekt wieder an. Füllen hier natürlich unseren Sandstein rein und schlagen dann natürlich noch diese eine Fläche hier, so wie wir das jetzt hier schon überall anders haben, auch nochmal aus. So, das machen wir natürlich hier wie immer. Sobald wir das dann einmal ringsrum so gezogen haben und überall das jetzt eigentlich identisch aussieht, wollen wir jetzt die Flächen ausfüllen. Und zwar nehmen wir da einfach unsere Sandsteinmauern. Bei natürlich einer geraden Reihe ist das natürlich ganz einfach. Von daher fangen wir da einfach mal an. Das Einfachste immer zuerst, wie man immer so schön sagt. So, das heißt einfach hier setzen wir die Mauern komplett hier einmal so, wie sie haben, einmal komplett hier einmal hoch. So, jede gerade Fläche habe ich mir jetzt hier einmal schon mal mit den Mauern zugezogen. Jetzt kommen wir natürlich zu den schrägen. Sind ein bisschen umständlicher. Zum einen, wir können erstmal auf jedem Block hier erstmal so eine Mauer hochziehen. Aber dann siehst du ja, dann sieht das ja mehr so aus wie ein Gitter. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das natürlich, dass das dann einfach mal miteinander natürlich schon gerade verbunden ist. Und wie bekommen wir das hin, dass die, sage ich mal, gerade miteinander verbunden sind? Eigentlich relativ simpel. Und zwar müssen wir hier einmal reinfliegen. So. Na, passe ich nicht. Doch. So, und zwar müssen wir einmal hier reinfliegen und dann einfach auf der Rückseite hier das Ganze immer miteinander so verbinden, dass das hier, sag ich mal, denn zu ist miteinander. Können wir mal gucken. Ne, ihr seht, das ist dann zu. Natürlich müssen wir dann eins noch machen, wenn wir das tun. Und zwar einmal unten wie oben nochmal Blöcke hinsetzen, damit, sag ich mal, die Lücken, die dadurch denn entstehen, wo man dann durchgucken könnte, dann einfach geschlossen sind. Ne, das machen wir unten wie oben. Und dann können wir hier einfach die Gitter, die wir jetzt erstmal noch so haben, komplett zuziehen, indem wir da einfach die Mauern hinten einmal nochmal dran platzieren. Und dadurch sieht das halt komplett zu aus, ne? So wie auf der anderen Seite. Ja, das machen wir wie immer dann natürlich auf jeder Seite. Ne? Also es ist wieder schön viel Massenarbeit, was wir hier haben. Sobald wir denn natürlich hier einmal jede Seite fertig haben, damit die erstmal so schickel aussieht, wollen wir jetzt anfangen, uns die Fenster und Türen oder Eingänge hier in den Innenhof uns jetzt auch freizuhauen. Wir fangen erstmal mit den Türen an oder halt den Eingangsbereich in den Innenhof. Wir gucken einmal von draußen, wo ist unsere Vorderseite. Meine Vorderseite befindet sich hier, das heißt, ich fliege hier einmal rein und richte mich dann auch einmal auf der Vorder- wie Rückseite. Da kommen jetzt zwei Eingänge hin. Und zwar suche ich mir hier die Mitte und schlage hier erstmal eine 2x4er Höhe einfach mal frei. Und an den Seiten jeweils nochmal drei weitere Blöcke schlage ich mir hier frei. So, da setzen wir erstmal unten Sandstein hin, gefolgt dann einfach geschnittener Sandstein. Dann nochmal wieder gemeißelte Blöcke. Und dann würde ich sagen, können wir darüber einfach mal zwei Treppen uns hier hinsetzen. Ja. Darauf dann auch wieder einfach zwei Treppen.
dann würde ich mal sagen, doch, schlagen wir nochmal hier die Mitte einmal weg und setzen da einfach mal geschnittene Sandsteinblöcke hin. Und dann können wir hier einfach nochmal zack, zack, würde ich mal sagen, einfach mal zweimal hier die Stufen hinsetzen. Und darunter hier würde ich noch einfach mal die Sandsteintreppen hier einmal platzieren. Obwohl, wir könnten auch statt zweimal Sand, also geschnittene Stufen, auch nochmal normale nehmen. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. Ja, das nehmen wir mal. So, dann wollen wir diesen Eingang natürlich nochmal auf der anderen Seite genau gegenüber bauen. Auch nochmal hier schlagen wir uns ein 2x5, haben wir ja jetzt rausgestellt, ne? Mal so eine Höhe frei. So. An den Seiten dann jeweils nochmal 3 weitere Blöcke. Und dann wollen wir mal anfangen. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal den Sandstein, setzen den wieder erstmal an den Seiten hin. Darauf dann den geschnittenen Block. Den setzen wir noch einmal ganz oben hin. Darauf dann die gemeißelten Blöcke einmal. Dann kommen wir schon zu den Treppen. Darüber 2 umgedrehte. Hier drin können wir auch gleich mal 2 nochmal umgedrehte platzieren. Darauf dann wieder 2 normale Treppen mit der Rücke, also Rücken in die Mitte. Verbinden wir mal mit ein paar Sandsteinstufen und darauf dann nochmal die geschnittenen Stufen. Und fertig ist der Eingang. Sobald wir unsere 2 Eingänge in den Innenhof fertig haben, geht es weiter, dass wir Fenster und noch weitere Türen uns platzieren. Wir fangen erstmal mit den Türen an und zwar befinden sich nochmal 2 weitere auf der nächsten Ebene. Und zwar, wir gucken einmal, wo sich denn unsere Vorderseite befindet. Meine befindet sich hier. Von daher gucke ich denn auch von diesem Eingang einmal hier schräg zu dieser Seite. Und da schlage ich mir jetzt einfach mal die 3 Mauern hier mal in der Mitte mal weg. Das Ganze mache ich mir auf eine insgesamt 4er Höhe. Da platze ich mir dann an den Seiten hier einfach mal 4-mal natürlich meine geschnittenen Sandsteinblöcke. Mache ich mal auf beiden Seiten hier. Einfach 4 Stück. Und dann einmal oder 3-mal hier oben noch. Ja, genau. 3 Stück machen wir da oben hin. Und dann würde ich sagen, unten machen wir nochmal 2 oder 3 der Stufen nochmal von den geschnittenen hin. Und fertig haben wir hier schon mal die obere Tür. Jetzt überlege ich gerade, ob wir es doch vielleicht so machen. Nee, wir machen das lieber so. Genau, so ist besser. Genau, darüber wollen wir dann natürlich nochmal ein Fenster uns freihauen. Einfach hier die eine Mauer in der Mitte mal weghauen und dann habt ihr das schon so fertig. Da könnte man ruhig noch, bin ich gerade noch so ein bisschen am Puzzeln, aber da könnten wir eigentlich mit Sandsteinstufen hier nochmal die Mauer weghauen. Dann einmal unten die Stufe hin und oben hinsetzen, dann haben wir darüber noch so ein kleines Fenster. Genau, das machen wir. Das sieht gut aus. So, jetzt wollen wir noch eine zweite Tür oben bauen. Und zwar genau über der Tür von unserer Rückseite. Da müssen wir mal gucken, wo die Rückseite ist. Das ist sie. Wunderbar. Haben wir jetzt nichts verkehrt gebaut. Und darüber wollen wir auch nochmal eine Tür machen. Einfach hier drüber, dann würde ich mal sagen, 4 Blöcke weghauen. Auch wieder auf eine 4er Höhe schlagen wir uns das hier einmal frei. Und dann setzen wir uns einfach die geschnittenen Sandsteinblöcke einfach an den Seiten hin. Oben auch nochmal 2 und unten ganz einfach hier 2 Stufen. Darüber wollen wir uns auch nochmal ein bisschen, sage ich mal, ein Fenster machen. Da steige ich 2 Blöcke weg und setze mir da einfach 2 umgedrehte Sandsteintreppen rein. Und fertig ist dann hier auch das Fenster darüber. So, jetzt geht es eigentlich nur ran an Fenster, die wir haben. Wir fangen erstmal an mit was immer, sage ich mal, sehr synchrones und Massenarbeit ist. Und zwar machen wir jetzt erstmal auf allen großen geraden Flächen, die wir noch haben, 2 Fenster hin. Und zwar nehmen wir unsere Sandsteintreppen und schlagen jetzt hier einfach mal so ein 4er Fenster rein. Wir lassen oben nochmal so 2 Mauern Platz. Und dann setzen wir uns hier einfach so 2 Treppen hin, die so umgedreht sind. Machen wir auf beiden Seiten so. Mit Rücken an Rücken. Und das sind so die Fenster, die wir hier haben. Das machen wir insgesamt hier. Jetzt können wir das noch 3-mal machen. Jeweils hier, wo wir, sag ich mal, hier noch... Ups, indem wir den natürlich nicht so viel weghauen. Hier das einfach diese geraden Flächen einmal so nochmal hier so freihauen. Oh, und dann können wir hier einfach unsere Mauer oder unsere Treppen einmal reinsetzen. Ich komme hier schon ganz durcheinander. So. So, dann einmal hier die Treppen rein. Wunderbar. Und dann haben wir schon diese Fenster fertig. Jetzt bleiben uns noch ein paar schräge Seiten oben. Die haben eigentlich auch immer das gleiche drin, was wir haben. Und zwar schlagen wir hier einfach so 2 Mauern weg. Dann passt das auch. So, ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Und zwar müssen wir die Fenster ein bisschen höher setzen. Und zwar, dass wir darüber nur eine Blockreihe Platz haben, weil das ist so ein bisschen origineller. Ne, das passt ein bisschen mehr zum Original, dass wir das darüber, sag ich mal, einen noch haben. Wenn es dir natürlich jetzt gefällt mit 2, dann kannst du es gerne lassen. Aber original sind darüber doch nur einer Platz. Das heißt, Kommando zurück. Wir machen das Ganze so einfach hier ein bisschen um einen höher und dann passt das Ganze. Ich setze mir dahinter ja auch schon die ganze Zeit, siehst du ja, ein bisschen schwarzen Beton. Ich finde, das wirkt da so richtig gut hinter. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Wie gesagt, da müssen wir das Ganze ein bisschen höher setzen. Gut, dass wir noch nicht die ganzen Schrägseiten hier gemacht haben.
Ja, aber das ist natürlich ein bisschen simpler, ne, dass wir das hier einmal so nach oben ein bisschen freier hauen. So, dann machen wir natürlich hier auf jeder Seite. Zack, zack, zack. So, wir haben es gleich geschafft hier mit den ganzen Fenstern. Jetzt fehlt nur eins, und zwar ganz unten was. Da brauchen wir nur die glatte Sandsteintreppe. Wir fangen wieder auf der Seite an, wo sich unsere Vorderseite befindet. Na, ob du das rausfinden kannst, ohne einmal hochzufliegen. So, also jedenfalls hier befindet sich meine Vorderseite. Da fliege ich jetzt zur Seite hin und schlage hier, ich würde darüber jetzt einfach mal eine Blockreihe darüber Platz lassen. Und dann schlage ich mich wieder hier mal so mein Fenster rein. Da mache ich mir jetzt so zwei umgedrehte Treppen, die jeweils hier zur anderen Seite einmal gucken, um mir so ein Fenster zu erhalten. Hier bei der Mitte würde ich auch wieder oben eine Blockreihe Platz lassen und schlage mir jetzt hier aber so ein schönes Viereck einmal rein. Und hier nochmal bei der Seite, genau das, was ich auf der anderen Seite habe, einfach mal so, zack, zack, zwei umgedrehte Treppen. So, dann haben wir schon mal die eine Seite fertig. Auf der anderen Seite spiegeln wir das einfach mal. Das heißt jetzt hier an den Seiten, wo wir die erst so, sag ich mal, voneinander weggucken gebaut haben, bauen wir die jetzt so, wie wir die da in der Mitte hatten, halt so ein schönes Viereck. Das machen wir auf der anderen Seite genau das Gleiche. So, schönes Viereck basteln. Und hier in der Mitte, wo es, sag ich mal, auf der einen Seite ein Viereck ist, machen wir dies jetzt so, dass die voneinander weggucken. Und dann haben wir unten das auch noch fertig. Gut, du kannst es dir auch wieder ein bisschen bestücken hier einfach mal mit schwarzem Beton. Sieht einfach mal ein bisschen besser aus. Und dann haben wir unser Castel de Monte fertig. So sieht das aus innen drin. Das Castel de Monte steht nun endlich da. Jetzt musst du es nur noch natürlich einrichten, ein bisschen verfeinern. Ist ganz klar, wenn du es halt benutzen möchtest. Andernfalls ist es natürlich auch eine schöne Deko, um sich das irgendwo, sage ich mal, auf seinen Server hinzustellen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!